hey ho und let's go. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Na, der Bogen ist doch nicht so stark, wie ich dachte. Nahkampf, auch nicht gut. Na, dann machen wir es mit der Pumpgun. Müssen wir halt ein bisschen unfair werden. Zwei seltene Rohstoffe, sehr schön. Das Vieh hat mich einfach angegriffen, gerade als ich aus dem Lager gehen wollte. Dabei wollte ich nichts von dem. So, die Mission ist da oben, das ist nett. Die Frage ist, was gibt's hier noch? Karte sagt... Ja doch, 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 zurück, zurück. Karte sagt noch ein Relikt. Das will ich holen, mal sehen, ob es noch bewacht ist. Ah, hier hat er gejagt. Warum wollte er mich dann noch? Junge, hast du nicht genug gefressen? So. Ich darf auch nicht die Kletteraxt vergessen. Die ist ja relativ neu. Ich baue damit ab und zu Mist. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Hm, kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Aha. Das ist ja schon überall auch Scheinwerfer. Sehr schön, Lara gemacht. Bravo. Das heißt, Trinity ist nicht weit weg. Sie haben natürlich alles erforscht. Da hier aber nichts ist, müssen wir uns, denke ich, nicht großartig fürchten. Als ob ich Angst hätte. Okay. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Fernkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Ja, und vor mir habt ihr Angst. Ich bin ja super im Klettern. So, und Kuckuck. Weg mit dir. So, Verstärkung bringt euch jetzt auch nichts. Ui, viele Rohstoffe. Ja, brauche ich. Ich habe ja einiges aufgerüstet. Und da brauche ich neue Materialien. Blöde Frage, kann ich mich da dranhängen? Den anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Ja. Dieser Haken ist geil, aber man muss sich dran gewöhnen. Überall merkt man auch, ist alles befestigt. Von den Einheimischen, wahrscheinlich nicht von Trinity mit Holz. Dazu sind sie etwas sich zu schade. Nein, Dokument. Hier ist ein Dokument, das wusste ich. Oh, genau unter mir. Sehr gut. Nein, du kannst schon runter, Lara. Danke. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ja, der Prophet hatte auch große Wirkung auf die Menschen. Hoffentlich auch nur eine positive. Bisher hören wir ja von Trinitys Seite viel Negatives. Von den Anhängern sehr viel Gutes, aber was ist wahr? Es muss ja nicht alles stimmen. Na toll. Was macht ihr denn da?
kann sie vielleicht mit dem Doppelschuss erledigen. Okay, hat nicht gezählt, war eindeutig zu weit weg. Aber was soll's. Na komm. Junge! Ich will nicht spielen, ich will dich nur töten. Das ist mein einziger Wille gewesen. Pfeile gegen einen verbraucht. Eindeutig noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Oh Gott, Lara, mach mir keine Angst. Ich habe immer Angst, dass sie sich nicht festhält. Kommen mir unsicherer vor als im Vorgänger auf jeden Fall. Blätter habe ich genug heilen. Muss ich mich zum Glück nicht häufig. Materialien dagegen brauche ich. Yeah. Immer weiter hoch. Ja. Alter. Ist nicht sehr klettersicher auf jeden Fall. Im nächsten Teil will ich bitte... Lara! Was ist mit dir? Danke. Im nächsten Teil will ich bitte auch einen Hubschrauber und Zug, alles erster Klasse natürlich, fliegen und fahren. Und nicht hier irgendwo rumeiern im Regen. Hier der Abgrund könnte für mich der Tod bedeuten. Wir sind in der Kathedrale, das ist sehr schön. Oh Gott, schon ein Hustenanfall. Ist hier etwa ein Fluch? Ja, wie erwartet, steht nicht alles da, wo es soll. Wird halt schon lange nicht mehr benutzt. Anna! Vorsicht? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Typisch Anna. Wir sind auf der unteren Ebene, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben die Nachwuchs verloren. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Dann machen Sie ohne Sie weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor, mehr. Es gibt zu viele unnötige Risiken. Sie ohne Sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Naja. Typisch, auf alles pfeifen, Hauptsache das Ziel erreichen. Aber vielleicht sollte sie sich vor mir hüten. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Sie ziehen uns beide nach unten. Lara! Lara!
Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Mal wieder eine geile Aktion von Lara. Alles in die Luft jagen. Und ja, da unten ist irgendetwas. Vielleicht die Einheimischen. Haben sich vielleicht da unten eingenistet. Das muss er sein. Echt? Haben will. Aber sofort. Lager brauche ich's? Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ein altes Wandbild. Na dann, nutzen wir unseren Vorteil. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Das griechische Feuer gab's wirklich, gell? Das höre ich öfters davon. Ich denke, da wurde einfach nur ein Brandmittel, ähnlich wie Benzin oder sowas, benutzt. Mehr nicht, gell? Aber es war halt für die damalige Zeit natürlich beeindruckend. Ihr könnt mich natürlich auch verbessern, wenn ich mich irre. Ich bin kein Experte in der Geschichte. Leider kein Archäologe. Lara. Lebendig verbrannt. Ist das griechische Feuer etwa noch hier? Oh Gott! Mich so. Ich kann nicht. Nicht so. Schmerz. Tu es. So sollte keiner leiden. Ja, lebendig verbrennen, das ist kein leichter Tod. Der Körper lässt sich leider nicht so einfach ausschalten. Was zum Teufel ist das? Auch nicht nach Einheimischen aus. Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Probieren wir es aus. Hab ich schon Pfeile? Ja. Oh, natürlich muss aber alles hier abkratzen. Ich will aber nichts verpassen. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Sehr weise Worte. Vor allem der Satz hat mir gefallen. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Ich meine, ja. Es gibt keinen direkten Beweis, dass Gott zu irgendjemand kam und gesagt hat, Bruder, hör mal zu. Da ist er, ich bin fast da.
So nah. Alter, ist das alles griechisches Feuer? Schon viel. Ja, ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich will mich da nicht so blind reinstürzen. Ich guck mal, was ich da erreichen kann. So schwer herzukommen, dann gibt's natürlich auch eine Belohnung. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Ja, Machtspiele gibt's halt leider immer. Egal ob Prophet, König, Diktator oder sonst wer. Manchmal natürlich eher vorteilhaft, manchmal nachteilhaft. So, und was das ist, das guckt mich schon so schön an, das sehen wir im nächsten Part. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.